Das ist nicht koscher, Damien. Du musst dich an die Regeln halten. Arbeitest du? Und warum warten die Rekruten? Das musst du sie fragen. Ich suche hier bloß nach neuem Personal. Alles okay? Man hört euch meilenweit. Das geht dich nichts an! Tut mir leid. Spar dir die Entschuldigung für Theodor. Geh ihn jetzt sofort suchen, sonst setzt's was. Monika, vielleicht ist es besser so. Du hast kein Recht, mir zu sagen, was besser für mich ist. Aber glaub mir, für dich wäre es besser, wenn du Theodor da rausholst. Komm schon. Willst du das wirklich? Du hältst dein Leben jetzt schon für die Hölle? Wart's ab, was ich mit dir anstelle, wenn Theodor auch nur ein Haar gekrümmt wird. Wer ist Theodor? Theodor ist der brutalste Hurensohn im ganzen Bazar. Der gehört in ein PK-Gefängnis. Fick dich, Will! Er ist mein Freund, nicht deiner. Und was ist passiert, das besser so ist? Ja, sag's ihm, Will. Ich konnte nicht mit ansehen, wie dieser Grobian mit meiner Schwester angebandelt hat und... Will hat Theodor in eine Dark Zone gelockt. Und jetzt wird er verdammt nochmal da reingehen und ihn rausholen. Monika, warte. Du bist ein Pilger, stimmt? Da drin ist alles chemisch verseucht. Scheiße, Theodor ist vermutlich eh schon tot. Willst du, dass ich auch drauf gehe? Selbst wenn ich ihn da drin finde, der Penner wird mich einfach umbringen. Pilger, würdest du vielleicht den Penner da rausholen? Bitte. Du hast doch gerade gesagt, dass er dich umbringt, wenn er da rauskommt. Ich habe keine andere Wahl. Hör zu, da ist noch was. Ich bin schwanger. Ich hab's heute Morgen erfahren. Theo weiß noch nichts davon. Oh, okay. Ich werde sehen, was ich tun kann. Er wohnt in einem Apartment in der Old Shamble Street, ungefähr 200 Meter nördlich von hier. Theodor sollte im ersten Stock sein. Warte, bis es Nacht ist. Das macht es für dich einfacher. Hoffentlich hat er sich da irgendwo vor den Infizierten verschanzt. Eins noch. Weißt du, ich liebe Theodor. Aber er kann wirklich gefährlich sein. Sei vorsichtig. Nun, schräg abschneiden? Und... voilà. Schließlich existiert doch etwas Gutes in dieser verrotteten Welt. Ich bin noch nicht fertig. Sieht aber fertig aus. Wenn ich dir einen unvollständigen Bogen gebe, bist du mal fertig. Hör auf, mich zu verarschen! Wie gefalle ich dir? Ja.
Mann, das ist ganz schön schwer. Loch. Hey, Kinder. Ich suche eine Frau, die Maya heißt. Ja, was ist so witzig? Maya ist keine Erwachsene. Sie ist nur ein stinknormales Mädchen. Okay. Du hast versucht, Hubert eine PK-Waffe zu verkaufen? Ja, aber der Arsch wollte sie nicht.
ist total durchgedreht und hat mich zum Teufel gejagt. Wie bist du an eine Peacekeeper-Waffe gekommen? Wir alle haben sie gefunden. Ich bin mit diesen Spinnern über die Leiche gestolpert. Passiert öfter. War total tot. Wir haben ihn durchsucht. Ich habe mir dieses Metallding genommen, weil ich dachte, dafür kriege ich sicher noch ein nettes Sümmchen. Ah ja? Ich brauche diese Waffe. Sie ist sehr wichtig. Du erwartest, dass ich dir dieses Dingsbums einfach so gebe? Bist du irre? Der echte Name von diesem Dingsbums ist Lazarus. Und es gehört einem sehr wichtigen PK. Wenn ich es nicht zurückgebe, könnte es Krieg geben. Du kannst uns helfen, einen Mörder zu finden. Okay. Ich gebe dir das blöde Teil. Aber für 500. Das ist ganz schön viel. Ja, natürlich. Das Leben ist teuer. Ich muss Wasser und einen Marker für meinen Bruder kaufen. Er wird bald 12, weißt du? Ich gebe dir 10. Das ist mein letztes Angebot. Angenommen. Das Ding wollte eh keiner. Gewonnen, so zerronnen. Hey, Akon. Ich hab den Lazarus. Cool. Dann schwing deinen Arsch zu Aethor. Das wird das perfekte Geburtstagsgeschenk für ihn. Obwohl ich keine Ahnung habe, wann der Penner geboren wurde. Ich gehe zur U-Bahn-Station. Okay. Oh!
Ich Arschloch. Gefällt dir. Hast du das? Thank you.
Yes.